Ja, hallo und herzlich willkommen auf Bossenkopf. Mein Name ist Franziska Luthers und ich stehe hier oberhalb von Oberammergau. Und Sie sehen hier im Hintergrund den Kofel. Das ist praktisch der Hausberg von Oberammergau. Und vielleicht sehen Sie auch das Tal. Da geht es dann Richtung Füssen bzw. Österreich-Plansee. Und ja, das ist eine wunderschöne Gegend hier zum Wandern oder auch Radfahren. Um was geht es heute bei mir? Es geht um Naikan. Und ich möchte Ihnen diese Methode vorstellen, weil ich das in der Selbsterfahrung in meiner psychologischen Psychotherapeutenausbildung auch selbst erfahren habe, dass Naikan eine sehr gute Methode ist, um einen Perspektiven, einen Sichtwechsel vorzunehmen. Ein praktisch natürlicher Prozess, der passiert, wenn wir nach innen gehen und in einer Art meditativen Prozess versuchen, die Dinge anders zu sehen. Und dazu möchte ich Ihnen drei Fragen an die Hand geben. Ja? Also es geht praktisch darum, nicht auf das zu gucken, was einen andere angetan haben oder Schlechtes getan haben, sondern einfach umgekehrt zu schauen, was ist denn mein Anteil daran, beziehungsweise auf sich selbst zu schauen, weg von den anderen hin zu sich selbst. Weil Sie wissen vielleicht schon aus anderen Videos von mir, häufig kann man andere Menschen oder Ereignisse nicht verändern, aber man kann sein Denken darüber ändern. Diese Freiheiten haben wir und die wenigsten nutzen sie meines Erachtens. Schreiben Sie sich am besten mal die Fragen auf und nehmen Sie am besten jemanden, von dem Sie merken, dass Sie immer wieder darüber nachdenken, Ihre Mutter, Ihren Vater, Ihre Schwester, Ihren Bruder, da klappt es vor allem sehr gut. Ja? Der hat mir das angetan. Die hat mir das angetan. Oder was ich auch oft gehört habe, meine Mutter hat mich nie geliebt. Und solche Dinge. Und bevor Sie immer wieder darüber nachdenken und immer wieder in dieses Problem reingehen, was auch zu keiner Lösung führt normalerweise, sondern zu weiterem Grübeln, möchte ich Ihnen diese drei Fragen an die Hand geben, Naikan, und schreiben Sie es sich mal am besten auf. Nehmen wir mal beispielsweise die Mutter, weil das auch so häufig vorkommt. Wenn Sie so das Gefühl haben, gerade so auch als Erwachsene, wenn Sie selbst Mutter sind. Meine Mutter hat mich nie geliebt. Ich war ihr nie wichtig. Sie hat mich nicht respektiert. Wegen ihr bin ich so und so. Und Sie haben so eine Wut, so einen Ärger oder sogar Hass auf diesen Menschen. Sie können auch Ihren ehemaligen Lehrer nehmen oder einen Ex-Freund, eine Ex-Freundin, Ex-Frau, Ex-Mann. Damit geht es auch sehr gut, um ein bisschen wegzukommen von diesen Anschuldigungen, die eigentlich zu nichts führen. Sondern Sie kommen zu sich und können, wenn Sie das regelmäßig tun, vielleicht inneren Frieden damit schließen. Also ganz allgemein, die Praxis Naikan sieht so aus, die drei Fragen. Erstens, wer hat heute etwas für mich getan? Und da können Sie beispielsweise Ihren Mann, Ihre Frau, Ihren erwachsenen Sohn, Ihre Freundin, wen auch immer einsetzen, aber auch Ihren Körper, das ist auch möglich, oder Ihren Geist. Also erstens, wer hat heute etwas für mich getan? Das würde dann so aussehen, als Beispiel, was hat mein Mann heute für mich getan? Zweitens, für wen habe ich heute etwas getan? Also, was habe ich heute für ihn getan? Und die dritte Frage, wem habe ich heute Schwierigkeiten bereitet? Und das ist aber wichtig, dass Sie das auf eine ganz spezielle Person beziehen. Also, welche Schwierigkeiten habe ich ihm heute bereitet? Nächstes Beispiel, was haben die Kinder heute für mich getan? Und zu gucken nicht, was haben sie nicht getan? Sie haben nicht ihr Zimmer aufgeräumt, sie haben nicht dies oder jenes gemacht, sie haben nicht angerufen oder, sondern was haben die Kinder heute für mich getan? Also eine ganz andere Sichtweise, ein Drehen ihrer Gedanken. Und am Anfang, der Troll wird sich wehren. Sie werden wahrscheinlich ziemlich viel Widerstand da noch
reinstecken, unbewusst. Aber wenn Ihnen das wichtig ist und Sie wirklich Frieden schließen wollen mit diesem Gedankenmuster, dann wenden Sie es Naikan ruhig mehrere Male, wenn nicht sogar regelmäßig an. Also, was haben die Kinder heute für mich getan? Erstens. Zweitens, was habe ich für sie getan? Welche Schwierigkeiten habe ich ihnen bereitet? Und Sie können die Fragen aus dem Naikan auch für die Vergangenheit verwenden. Also, was hat meine Mutter für mich getan? Und da würde ich aber ganz konkret einen Zeitraum nehmen. Ja, beispielsweise von 5 bis 10 oder von 10 bis 15. Was habe ich für meine Mutter getan? Beispielsweise von 10 bis 15. Welche Schwierigkeiten habe ich meiner Mutter im Alter von 10 bis 15 bereitet? Ja, anstatt zu gucken, was sie alles nicht gemacht hat. Denn es gibt keinen Menschen, der nur schlecht ist und gar nichts macht, sondern es gibt immer auch eine Seite, die gut ist. Und dass sie das auch sehen. Und dass sie wegkommen von diesem Du bist schuld daran hinzu, was ist denn eigentlich auch mein Anteil? Und das nicht schmälern, was passiert ist, sondern einfach die Perspektive, ihre Sicht wechseln, damit es ihnen besser geht. Damit sie sich besser fühlen, damit sie bessere Beziehungen haben zu ihrem Ehepartner, zu ihrem Partner, zu ihren Freundinnen, Arbeitskollegen, zu ihren Geschwistern, zu ihren Eltern, Kindern oder zu ihrem Körper beispielsweise. Machen Sie es mal, probieren Sie es aus und vielleicht nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Abends ist ein guter Zeitpunkt beispielsweise. Setzen Sie sich hin, machen Sie es schriftlich, das ist wichtig. Machen Sie beispielsweise Stichpunkte. Und ruhig mehrmals die Woche, wenn nicht sogar täglich, 10 Minuten oder eine halbe Stunde sogar. Ich kenne etliche Menschen, denen das wirklich sehr gut geholfen hat und die gesagt haben, es hat sich was verändert. Es hat sich da oben was verändert. Ich habe nicht mehr diesen Groll gegen meinen Vater, gegen meinen Onkel. Er ist nicht mehr so stark, sondern da ist auch was anderes. Und das ist eine Art Befreiung von ihren alten Gedankenmustern. Und da wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Ja, das war es heute von mir, von Boss im Kopf. Mein Name ist Franziska Luschas und ich mache jetzt noch einen kleinen Rundumschwenk. Also, machen Sie es gut. Tschüss. Von diesen Wurzeln aus haben Sie mir zugesehen. Und das ist mein Mann, der hier steht. Hallo. Und hier hinten, das haben Sie die ganze Zeit gesehen, hoffe ich zumindest. Das ist hier Oberammergau. Und in dem Tal hier hinten geht es dann zum Schloss Lindnerhof. Das ist vom Ludwig II., dem bayerischen König. Und diese Spitze da in der Mitte, das müsste die Notka-Spitze sein. Und hier gegenüber dieser Fels, ich weiß nicht, ob Sie das Kreuz obendrauf sehen, das ist der Kofel. Ja, das ist recht nett hier, das ist nicht so bekannt, dementsprechend auch ruhig. Und wir gehen jetzt wieder runter in den Ort. Also schön, dass Sie wieder dabei waren und ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihren Weg zu mehr Boss im Kopf. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.